Hallo, ich begrüße euch zurück. Ja, jetzt geht's hier weiter. Und das Level ist gleich auch schon vorbei. Wenn das Scheißspiel jetzt mal weitergeht hier. Hoppala. Da habe ich gerade mal eben die falsche Taste gedrückt. Ey, komm zurück. Noch irgendwo ein Hund kommen. Oh, nach einem Schuss schon tot. Ja, läuft, würde ich sagen, bei der Lara. Ach, diese Musik. Sie ist so beruhigend. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich finde es auf den Kopfhörern gerade ein bisschen laut. Aber naja. Level müssten wir im Nu fertig haben. Gehe ich mal davon aus, weil so viel wird das jetzt nicht mehr sein. Ja, schauen wir mal. So, erstmal den Sicherheitsstecker reinstecken. So, den linken Schalter betätigen wir mal bitte nicht. Denn das ist der richtige hier. Genau. Das Fließband läuft jetzt. Und hätte ich den anderen Schalter jetzt gedrückt, dann wäre die Tür da hinten zur Büste aufgegangen. Dann wären noch mehr Gegner gekommen. Und das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Ja. Dann geht's jetzt ab wieder runter. Hui. Ein paar Freudensprünge. Hui. Ich freue mich, dass ich das Level bald geschafft habe. Aua, das tat weh. Ja. Dann gehen wir mal hoch. Denn da oben ist noch etwas sehr Wichtiges. Zum einen müssen wir den Polizisten da oben umbringen. Denn der hat einen Sicherheitsstecker, den wir nämlich da unten reinstecken müssen. Dann öffnet sich das Gitter da unten. Und ja. Den Rest sehen wir dann. Oh, da ist er schon. Ob ich das Medipack da jetzt noch hole, weiß ich noch nicht. Ich kann es auch später machen. So, da wären wir schon. Ich glaube, ich nehme lieber eine andere Waffe. Ja, ich habe nur noch 15 Schuss. Ne, den Granatwerfer muss ich auch sparen. So, die Pistolen, die gehen immer. Genau so. So, Lara. Nee, ne? Bitte nicht. Der Sicherheitsstecker ist jetzt verdächtig nah an diesem Laser. Soweit ich weiß, wenn man einmal auf den Laser kommt, ist die Lara schon tot. Okay, nicht direkt, aber. Das ist mies. Und diese Geräusche von dem Gerät, die gehen mir auf die Nerven. Oh. Ey. Verarschen, oder was? Muss ich jetzt tatsächlich ein Medipack dann dafür opfern? Das ist doch doof. Lara. Warte, oder ich mach das so, ich nehme den Kristall. Und dann dürfte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? Komm, nimm den ein bisschen schneller. Ja. Hat noch geklappt, aber trotzdem so viel Energie jetzt verloren.
Warum muss der Polizist auch mitten in dem Laser sterben? Das ist doch nicht fair. Oh nein. Jetzt habe ich das Medipack da oben vergessen. Egal. Nicht so schlimm. Die finden ja noch eine Menge anderer Medipacks. Ja, steck ihn bitte rein. So. Möchtest du denn bitte vorgehen? Hm? Ich wusste gar nicht, dass hier ein Weg ist. Hä? Oh. Okay. Geht ab. Ja, es hat mir gerade ein bisschen die Sprache verschlagen. Was war das denn? Was ist das denn für ein Bug? So, komme ich hier hoch? Was war das? Na gut. Dieser Typ da drin kann mir jetzt nicht mehr helfen. Naja. Dann gehe ich halt alleine hier hin, besieg diesen Wachmann selber. Hey, hey. Ey, brauchst dich nicht zu verstecken. Ich finde dich doch. Stirb, stirb, stirb. Schnell, 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 schnell. Super. Ja. Hast du keine Chance gegen mich, ne? Ja. Achtet mal bitte auf dem LKW. Guck mal, der Laderaum, ne? Von außen sieht der sehr klein aus. Aber jetzt passt auf, ne? Jetzt wird's Magic. Wenn ich jetzt hier reingehe, kommt erstmal ein Polizist. So. Seht ihr? Auf einmal riesengroßer Laderaum. Ja. Okay, Desert Eagle. Hoch. Ja. Dann würde ich sagen, geht's jetzt hier ins nächste Level. Und ich glaube, die Folge mache ich ein bisschen länger. Okay, bis dann. Nee, nee, nee. Da muss die Lara direkt mal wieder saufen, ne? Nee, Spaß. Ja, Hochsicherheitstrakt geschafft. Und ja, nur 36 Minuten. Ja, okay. So, gefundene Secrets habe ich alle. Das passt schon. Ja, dann geht's jetzt in die Area 51. So, da wären wir auch schon. Also, ja. Das Level wird sich ein bisschen ziehen, weil das ist nicht gerade ein kurzes Level. Aber ja, das wird schon passen. So. Wichtig, als erstes den Wachmann hier töten, denn wenn er bis da hinten hingelaufen wäre und das Gerät hier berührt hätte, dann wäre hier ein Laser und ja. Ich wage mich zu erinnern, dass man dann nicht mehr hier rein kann
um dieses geile Stück hier zu holen. Die MP5. Und diese tollen Munition für die Waffe. So. Ja, wo der Schalter... Den werde ich jetzt nicht betätigen, dann wird der Laser hier, glaube ich, aktiviert. Und das wollen wir nicht. So, aber den Schalter kann man betätigen. Und das werde ich auch tun. Huch, warte. Da hätte ich doch beinahe was vergessen. Ein kleines Medipack. Das kann man immer gebrauchen. So. Jo. Ja, keine Ahnung, wie lang die Folge wird, aber ein bisschen länger als sonst. So, schnappen wir uns das Medipack und dann geht's hier hoch zu dem Laser, der sich hin und her bewegt. Ja, bei dem muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es könnte... Ne, ich warte nochmal kurz. Da muss man sich auch ein bisschen beeilen. Komm, Lara. Lara, bitte. Ach ja. Das bisschen Energie. Das können wir verkraften. So, habe ich die richtige Waffe? Ja. Denn hier kommt schon wieder ein Wachmann. Den muss man auch schnell umbringen. Denn sonst läuft er auch zu diesem Teil. Und dann ist in der Mitte hier ein Laser. Ja, genau hier. Ja, schon zu spät. Na geil. Egal. Ich denke, wir kommen auch so durch. Ich glaube, man muss dann drunter kriechen. So. Du bist befreit. Los. Schwör ab. Sofort. Ja, da brauchst du mich nicht so anzugucken. Tja. Ich glaube, man ist direkt tot, wenn man da reinläuft. Kriechen. Das sieht so knapp aus. Och, das geht ja gerade noch. Supi. Immer so lahmarschig, wenn sie kriecht. So. Naja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier sind Fackeln. Ja. Und hier in dem Level gibt es, meine ich, 3 Geheimnisse. Ja, 3 Geheimnisse müsste es hier geben. So, wieder hier beeilen. Hier ist nämlich wieder so ein Gerät. Dann wäre die Tür nämlich zu. Und dann könnten wir diese schöne Rakete hier nicht mehr mitnehmen. Okay, es ist nur eine Rakete, aber... Okay, hier sind Granaten für den Granatwerfer. Und Harpunenpfeile. Ja, die Waffe werden wir... Ja, keine Ahnung. In den Südseeinseln werden wir die finden. Oder aber auch, wenn wir die in den Südseeinseln nicht gefunden haben, dann entweder in London. So, sichern. Ja, auf diese Seite, da kommen wir noch, aber erst viel, viel später. So, Lara. Da ist jetzt unten so ein Typ, der darf uns nicht entdecken. Denn wenn er uns entdeckt, dann können wir das Geheimnis nicht mehr holen. Das wäre... sehr ärgerlich, denn ich möchte alle holen, damit ich das Abschlusslevel nochmal kriege. So. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. So, ganz vorsichtig. So, warten, bis er sich wieder umgedreht hat. Ah, der denkt ja auch, der wär's, ne? Schieß doch! Boah. Gott sei Dank. Ich hatte aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Aber es hat doch noch geklappt. So,
Granaten heben wir mal eben auf. Ja. Dann geht's jetzt weiter runter. Erstmal hier hoch. Ach, du armer Kerl. So. Ihr müsst... Ah, genau. Hier ist der Hebel. Perfekt. Oh nein. Das Spiel hängt wieder. Nein. Warum? Warum immer? Nee, die Desert Eagle benutze ich jetzt nicht dafür. Ich muss ein bisschen Munition sparen. So. Mich auch. Schlag mich nicht. Au. Ich hab gesagt, schlag mich nicht. Tja, das hast du jetzt davon. Juhu. Ein Secret. Und ein Kristall noch dazu. Und ja, geht's mal hier weiter jetzt. Ja, nehmen wir mal Desert Eagle Munition. Gut. Nee, nicht geradeaus. Sondern hier hin. Ah, cool. MP5 Munition. So, meine Lieben. An der Stelle beende ich jetzt die Folge. Ja, es ist jetzt, ich schätze mal, die geht 17 Minuten vielleicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis dann, tschüss!